das Wort. Sehr geehrter Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren. In der Tat, wir reden offenbar durch die Fraktionen hinweg von verschiedenen Dingen heute Morgen. Und deswegen möchte ich meine 2 Minuten nutzen, um noch einmal Klarheit zu schaffen, warum in der Tat die Frage, Frau Göring-Eckardt, nicht so sehr eine Frage des individuellen Falles ist, Herr Lischka, auch keine Frage von Fußballspielen, sondern eine Frage des Rechtsstaats und der Fähigkeit, zwischen individuellen Entscheidungen, zwischen Moral und Recht zu differenzieren. Wir sind hier der Gesetzgeber und wir haben darüber zu entscheiden, was für dieses Land gut und richtig ist. Und wenn in den vergangenen Jahren Asyl und Zuwanderung permanent verwechselt wurden, wenn Sie ganz bewusst auch häufig nicht differenzieren wollten, Verzeihung, zwischen Flüchtlingen und all den Ableitungen daraus, zwischen Asylbewerbern und zwischen illegalen Migranten, dann ist es höchste Zeit, dies endlich zu tun und den Bürgern darüber reinen Wein einzuschenken, dass das Parlament und die Regierung in den vergangenen Jahren gerade in dieser Differenzierung einfach versagt haben und dass dieses Versagen ein Ende haben muss. Insofern, Herr de Maizière, Herr Bundesminister, ist es richtig, dass wir hier dringend eine Begrenzung des Familiennachzugs brauchen. Konsequent wäre, wenn Sie nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner mit der SPD finden müssten, sondern merkten, dass es in diesem Hohen Hause eine ganze Reihe von Abgeordneten gibt, die einer sehr viel konsequenteren Regel zustimmen würden. Aber dies bedeutete Kompromisse über Parteigrenzen hinweg. Und wir alle wissen, wie schwierig das ist. Insofern werde auch ich dem Antrag der Union unter Schmerzen zustimmen, weil ich eine Aussetzung bis zum 31.07. für zu wenig halte. Aber sie ist besser als nichts im Sinne der Bürger, im Sinne des Rechtsstaates und hoffentlich im Sinne einer zukünftigen Regelung, die endlich wieder differenziert zwischen einer notwendigen, geregelten Einwanderung und dem, was ein Gnadenrecht des Staates werden sollte, das Asylrecht. Dankeschön. Letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Stefan Mayer von der CDU-CSU-Fraktion.